Gehen wir zurück in die Nachkriegszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Riesenreich der Habsburger überlebt den Ersten Weltkrieg nicht. Mit dem militärischen Zusammenbruch und der Niederlage der K&K-Armee im Herbst 1918 beginnt der Zerfall Österreich-Ungarns. Kroaten, Serben und Slowenen, Polen und Tschechen erklären im Laufe des Oktobers ihre Unabhängigkeit von der Habsburg-Monarchie und rufen eigene Staaten aus. Am 24. Oktober 1918 erklärt die ungarische Regierung mit Zustimmung Kaiser Karls I. die Realunion mit Österreich zum Monatsende als erloschen. Am 30. Oktober wird durch die Provisorische Nationalversammlung der Rumpfstaat Deutsch-Österreich konstituiert. Am 11. November 1918 verzichtet Kaiser Karl von Österreich auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften. Zwei Tage später erklärt er den gleichen Verzicht als König Karl IV. Von Ungarn. Am 12. November 1918 erklärt die Provisorische Nationalversammlung Deutsch-Österreich offiziell zur Demokratischen Republik und definiert den Staat als Teil der Deutschen Republik. Gemäß den Bestimmungen des Vertrags von Saint-Germain vom 10. September 1919 muss Deutsch-Österreich seinen Namen in Republik Österreich ändern. Weiter schließt der Vertrag jeden Versuch Österreichs, sich mit Deutschland zu vereinigen, effektiv aus. Für die Wiener Bevölkerung war noch lange keine Erleichterung bzw. Verbesserung der Lebensumstände zu bemerken. Die erstarkte Arbeiterbewegung hat mit Streiks und Demonstrationen zur Republikgründung am 12. November 1918 beigetragen. Radikalere Gruppen wie die Rote Garde und Teile der Rätebewegung wollen sich damit nicht zufrieden geben, fordern eine sozialistische Republik. Die sozialdemokratische Parteiführung ist strikt gegen eine revolutionäre Machtübernahme. Vielleicht auch, weil sie ihren Wahlerfolg voraussieht. Die österreichische Wirtschaft bietet nach Kriegsende ein katastrophales Bild. Die Versorgung mit Energie und Heizmaterial sowie Lebensmitteln ist prekär. Die österreichische Landwirtschaft kann den Nahrungsmittelbedarf bei weitem nicht decken. Die neuen Staats- und Zollgrenzen zur Tschechoslowakei und Ungarn, woher Wien bis dato versorgt wird, machen Lebensmittellieferungen nach Wien schwierig. Bundesländer weigern sich, Wien von ihren Vorräten etwas abzugeben. Der Krieg wirkt in Wien als Trauma lange nach. Hunger und Unterernährung, extremer Mangel, Kälte, Krankheiten und Epidemien wie die spanische Grippe oder die Tuberkulose, Kriegstote bzw. Kriegsinvalide in vielen Familien und zerrissene Beziehungen, all das sind prägende und bleibende Eindrücke der Kriegszeit. Nach Ende des Ersten Weltkriegs ist die bis dahin regierende, monarchistisch orientierte Wiener Christlich-Soziale Partei in der Wählergunst stark gefallen. Die Stadtregierung unter dem christlich-sozialen Bürgermeister Richard Weiß-Kirchner wird mit dem Versorgungsdesaster im Ersten Weltkrieg in Verbindung gebracht. Das christlich-soziale Wien wird rot. Bei den Gemeinderatswahlen am 4. Mai 1919, erstmals sind Frauen und Männer aus allen Schichten wahlberechtigt, gewinnen die Sozialdemokraten 100 von 165 Mandaten. Bei allen folgenden Gemeinderatswahlen bis 1934 setzen sich die Erfolge der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutsch-Österreich bei sämtlichen Wahlen zum Wiener Landtag und Gemeinderat bis zur endgültigen Beseitigung der Demokratie durch das Dollfuß-Schuschnigg-Regime im Februar 1934 fort. In den Jahren von 1919 bis 1934, das sind die Jahre des sogenannten Roten Wien, kann die nunmehrige sozialdemokratische Stadtregierung unter Führung der Bürgermeister Jakob Breumann und Karl Seitz ihr kommunalpolitisches Reformkonzept weitgehend ungehindert verwirklichen. Beeinträchtigt wird die Umsetzung lediglich kurzfristig durch die bis Ende 1921 bestehende Verbindung mit Niederösterreich und längerfristig seit den späten 1920er Jahren durch die Finanzpolitik des von bürgerlichen Regierungen bestimmten Bundes, der die Finanztransfers an Wien als Bundesland und Gemeinde massiv kürzt. Dazu etwas später. Die Politik des Roten Wien knüpft in einigen Teilbereichen an den Gemeindesozialismus von Dr. Karl Lueger an.
Die sozialdemokratische Politik ist aber auch eine direkte Reaktion auf die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten durch den Ersten Weltkrieg, ist aber in ihren Grundzügen bereits im Gemeindeprogramm der Sozialdemokraten aus dem Jahre 1900 festgelegt. Die sozialdemokratische Kommunalpolitik dieser Jahre ist geprägt von umfassenden sozialen Wohnbauprojekten und von einer Finanzpolitik, die neben dem Wohnbau auch umfangreiche Reformen in der Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik unterstützt. Die Sozialdemokratie in Wien bildet einen Gegenpol zur Politik der Christlich-Sozialen Partei, die damals in den anderen Bundesländern und auf Bundesebene regiert. Die Jahre 1919 bis 1934, die Jahre des Roten Wien, sind für Wien eine erfolgreiche und positiv politische Phase. Das Rote Wien endet 1934 durch Gewalt, als Bürgermeister Karl Seitz infolge des österreichischen Bürgerkriegs seines Amtes enthoben und verhaftet wird und die aus der Christlich-Sozialen Partei hervorgegangene Vaterländische Front auch in Wien an die Macht kommt. Das Wohnbauprogramm ist noch heute das sichtbarste Zeichen des Roten Wien. Eines Tages werden diese Steine für uns sprechen, prophezeit Bürgermeister Karl Seitz bei der Eröffnung des Karl-Marx-Hofes am 12. Oktober 1930 in Heiligenstadt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ist die Wohnsituation der Arbeiterschicht von privaten Mietshauskasernen mit oft unzumutbaren Wohnverhältnissen bestimmt. 1917 sind fast drei Viertel aller Wiener Wohnungen überbelegte Ein- und Zweizimmerwohnungen. In den überfüllten Mietwohnungen und Notunterkünften mit spärlichen sanitären Einrichtungen grassieren Krankheiten wie Tuberkulose, auch Wiener Krankheit genannt, spanische Grippe und Syphilis. Zur extremen Wohnungsnot kommt die hohe Zahl der Arbeitslosen. Unter Beachtung der Arbeitslosigkeit und der Wohnungsnot ist die Schaffung von Arbeit und von neuen Wohnungen das wichtigste Ziel der Sozialdemokraten. Wien ist die einzige Großstadt mit sozialdemokratischer Verwaltung. Wien wird zu einer europaweit beachteten Musterstadt sozialdemokratischer Gesellschaftspolitik. Das am 21. September 1923 beschlossene erste Wohnbauprogramm, das die Errichtung von 25.000 neuen Wohnungen bis 1928 vorsieht, ist bereits 1926 verwirklicht. Wie ist dieser Erfolg möglich? Werden anfangs in der Franziskojosephinischen Ära unverbaut gebliebene Areale großflächig verbaut, wird in der Folge in Form sogenannter Lückenverbauung Wohnraum geschaffen. In den neu errichteten Wohnanlagen werden kollektiv nutzbare Sozialeinrichtungen integriert, Zentralwaschhäuser, Kindergärten, Mutterberatungsstellen, Volksbibliotheken, Veranstaltungs- und Versammlungssälen, Werkstätten und Geschäftslokale der Konsumgenossenschaft. Während die neu geschaffenen Wohnungen mit Wasseranschluss, Strom und Gas sowie WC ausgestattet, wird in großzügigen Höfen Grünraum gestaltet. Lediglich 20-40% der Areale werden bebaut. Voraussetzung für das Großprojekt Wohnraumbeschaffung ist eine entsprechende Finanzpolitik. Wien ist seit Jahrhunderten auch Hauptstadt des nunmehrigen Bundeslandes Niederösterreich. Mit seiner starken sozialdemokratischen Mehrheit und den Sozialdemokraten aus dem niederösterreichischen Industrieviertel um Wiener Neustadt stellen die Roten auch den ersten demokratischen Landeshauptmann von Niederösterreich, Albert Sewer. Da sich einerseits das Bauernland Niederösterreich nicht von den Roten regieren, das Rote Wien sich hingegen von der konservativen Landbevölkerung nicht in ihrer Kommunalpolitik reinreden lassen will, sind sich die beiden großen Parteien bald darin einig, das Rote Wien vom schwarzen Niederösterreich zu trennen. Die Situation wird dem Trennungsgesetz vom 29.12.1921 in Kraft getreten am 1. Jänner 1922 einvernehmlich bereinigt. Ab Jänner 1922 ist Wien ein selbstständiges Bundesland mit eigener Stadtverfassung. Damit ist die eigenständige Politik der Gemeinde Wien gesichert. Solange Wien keine Steuerhoheit besitzt, ist Finanzstadtrat Hugo Breitner bemüht,
die Bautätigkeit über Inlandsanleihen zu finanzieren. Ab 1922 ist Wien ein selbstständiges Bundesland. Daher ist die Stadt Wien bzw. das Bundesland Wien in der Lage, eigene Steuergesetze zu beschließen und die Basis für das kommunale Wohnbauprogramm zu legen. Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 20. Jänner 1923 über die Einführung einer zweckgebundenen Wohnbausteuer wird der entscheidende Schritt gesetzt. Die Wohnbausteuer ist von allen Besitzern vermietbarer Räume zu entrichten, allerdings so gestaffelt, dass die teuersten 0,5% der Objekte 44,5% der Gesamtleistung erbringen. Diese radikal progressive Besteuerung von Immobilieneigentum schränkt den Spekulationsgewinn massiv ein, macht die Spekulation unrentabel und führt in kurzer Zeit zur Zerschlagung des privaten Immobilienmarktes in Wien. Hugo Breitner installiert daneben noch ein System neuer Abgaben für alle Arten des Luxus, die ebenfalls zweckgebunden den Sozialprogrammen des Roten Wien zur Verfügung stehen. Plakativ ausgedrückt: Die vier größten Wiener Konditoreien finanzieren etwa die Schulzahlenkliniken. Die Bordelle und Pferderennbahnen, die Entbindungsheime. ...1927 beträgt der Anteil der Breitnerschen Steuern auf Luxus und besonderen Aufwand etwa 36% der Wiener Steuereinnahmen und 20% der Gesamteinnahmen der Stadt. In weiten Kreisen der Wiener Bevölkerung finden die Breitnersteuern Zustimmung, da sich diese insbesondere gegen Spekulanten und Kriegsgewinnler richtet. Aufgrund der gesunkenen Grundstückspreise kann die Gemeinde Wien eine Vielzahl von Grundstücken zu erschwinglichen Preisen erwerben. Beginn der kommunale Wohnbau 1919 unter finanziell äußerst ungünstigen Voraussetzungen kommt es nun zu einer ungeahnten Ankurbelung der Bautätigkeit. Bis Ende 1933 entstehen in Wien unter Führung der Sozialdemokraten mehr als 60.000 Wohnungen und 5.257 Siedlungshäuser sind im Besitz und unter Verwaltung der Gemeinde Wien. Unter Berücksichtigung der noch unter der Adolfus-Schuschnigg-Diktatur fertiggestellten Gebäude waren es schließlich etwa 400 Gemeindebauten mit rund 65.000 Wohnungen. Circa 11% der Wiener Bevölkerung finden zu diesem Zeitpunkt eine neue Bleibe in Gemeindewohnungen. Hugo Breitner lehnt es ab, durch Kreditaufnahmen in Abhängigkeit zu Banken und Finanzinstitutionen zu geraten. Ein zentrales Prinzip der breitnerschen Finanzpolitik ist es, laufende Aufgaben und Investitionen aus den laufenden Steuereinnahmen zu finanzieren. Hugo Breitner achtet konsequent darauf, dass städtische Betriebe kostendeckend arbeiten und das nötige Kapital für Investitionen ebenfalls selbst erwirtschaften. Wenig überraschend, dass das bürgerliche Lager und die konservative Presse mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen agieren. Eine von der konservativen Bundesregierung unter Ignaz Seibel erzwungene Neufassung des Finanzausgleiches 1929 engt die eigenständige Wiener Finanzpolitik wesentlich ein. 1932 tritt Finanzstadtrat Breitner nach jahrelangen zermürbenden Hetzkampagnen zurück, ihm folgt Robert Danneberg. Das kommunale Wohnbauprogramm wird auch unter dem neuen, weitaus ungünstigeren Bedingungen fortgesetzt. Wie bereits erwähnt, als der Austrofaschismus 1934 die Demokratie zerschlägt, gibt es in Wien beinahe 65.000 Gemeindewohnungen. Zu den Maßnahmen der sozialdemokratisch orientierten Kommunalpolitik gehört unter anderem auch die Errichtung der Feuerhalle Simmering als erstes österreichisches Krematorium. Die Befürworter der Feuerbestattung haben sich seit Jahrzehnten für die Errichtung von Krematorien in Österreich eingesetzt. 1921 genehmigt der Wiener Gemeinderat die Errichtung des von Architekt Clemens Holzmeister geplanten Krematoriums in Wien.
Am 17. Dezember 1922 erfolgt die feierliche Eröffnung der VW-Halle Simmering durch Bürgermeister Reumann, obwohl ein noch am Vortag vom christlich-sozialen Minister Richard Schmitz eingebrachter Antrag dies verhindern soll. Ein Infrastrukturprojekt des Roten Wien ist die Eröffnung der Wiener Elektrischen Stadtbahn im Jahre 1925. Sie basiert auf der Infrastruktur der Dampfstadtbahn aus Kaiserzeiten, die von der Gemeinde Wien weitgehend übernommen und nach jahrelangem Stillstand elektrifiziert und reaktiviert wird. Mehr zu diesem Thema erfährst du in den beiden Videos Wiener Stadtbahn von den Anfängen bis 1924-25 und die Wiener Elektrische Stadtbahn. 1920 wird Julius Tandler amtsführender Stadtrat für das Wohlfahrts- und Gesundheitswesen. Die städtische Sozial- und Gesundheitspolitik wird durch günstige Leistungen der städtischen Gas- und Elektrizitätswerke und der Müllabfuhr verbessert. ...1927 wird das Säuglingswäschepaket, eine kostenlose Erstausstattung für Neugeborene, eingeführt. Für jeden Säugling bekommen Mütter gratis ein Wäschepaket, damit kein Wiener Kind mehr in Zeitungspapier eingewickelt werden muss. Die Säuglingswäschepakete werden, so wie viele andere sozialdemokratische Errungenschaften, durch die sogenannten Breitnersteuern des erfinderischen Finanzstadtrates Hugo Breitner finanziert. Zur Erleichterung der Berufstätigkeit der Mütter und um der Verwahrlosung von Kindern auf der Straße vorzubeugen, werden Horte, Kindergärten und Kinderfreibäder eingerichtet. Die medizinische Versorgung der Bevölkerung ist kostenlos. Es gibt Angebote für Kuraufenthalte und Ferienkolonien sowie öffentliche Bäder und Sportanlagen zur Körpertüchtigung. Sozial- und Gesundheitsstadtrat Julius Tandler im O-Ton: Was wir für die Jugendhorte ausgeben, werden wir an Gefängnissen ersparen. Was wir für Schwangeren- und Säuglingsfürsorge verwenden, ersparen wir an Anstalten für Geisteskranke. Der Steigerung der Sozialausgaben auf das Dreifache der Vorkriegszeit steht eine Reduktion der Säuglingssterblichkeit unter den österreichischen Durchschnitt und der Tuberkulose um die Hälfte gegenüber. Trotz eingeschränkter Kompetenzen, Bildung ist Sache des Bundes, wird in Wien eine Schulreform in Angriff genommen. Otto Glöckl, von 1919 bis 1920 sozialdemokratischer Unterrichtsminister in Österreich, wird als Leiter des Wiener Stadtschulrates zur treibenden Kraft der Wiener Schulreform. Die Bildungsreform profitiert davon, dass Wien Sigmund Freuds und Alfred Adlers eine Hochburg der noch jungen tiefen Psychologie ist. Am Schaltbrett der Erziehung, in der Lehrerausbildung, in der Elternberatung und so weiter wirken vor allem individualpsychologisch ausgebildete Lehrer, Ärzte und Sozialarbeiter. Neue Formen der Schulorganisation, der Schülermitbestimmung und der Erwachsenenbildung werden erprobt. Kostenlose Schulbesuche und Stipendien sollen allen Schichten gleiche Bildungschancen ermöglichen und das Volk zur demokratischen Mitbestimmung befähigen. Die Sozialdemokratie sieht sich auch als Bildungsbewegung. Trotz Widerstände aus kirchlich-konservativen Kreisen wird der Religionsunterricht von der Kirche getrennt. Die Trennung von Bildung und Kirche ist den Konservativen ein Dorn im Auge. Für das Rote Wien, für die sozialdemokratisch orientierte Kommunalpolitik, stehen vor allem folgende Mandatare: Jakob Reumann, 1919 bis 1923 erster sozialdemokratischer Bürgermeister. Karl Zeitz, Bürgermeister 1923 bis zu seiner gewaltsamen Entfernung aus dem Rathaus 1934. Beide sind die Galionsfiguren des Roten Wien. Hugo Breitner legt als Finanzstadtrat den Grundstein für die Wiener Reformpolitik. Robert Danneberg, 1920 bis 1932 Landtagspräsident, ab 1932 Nachfolger von Hugo Breitner als Finanzstadtrat, Julius Tandler Sozial- und Gesundheitsreformer und Otto Glöckl Schulreformer. Das Rote Wien ging das in steigendem Maß auch seitens der Heimwehr und anderer paramilitärisch-politischer Verbände Stellung bezogen wird, findet bei den Februarkämpfen 1934 ein abruptes Ende. Bürgermeister Seitz wird verhaftet, der Gemeinderat aufgelöst
und der kommunale Wohnhausbau eingestellt.